Hallo, mein Name ist Jörg Schneider. Vor 35 Jahren hat hier alles angefangen. Denn 1986 habe ich bei der EVM meine Ausbildung zum Industriekaufmann begonnen. Wir befinden uns hier in unserem Kundenzentrum in Wendorf. Während meiner Ausbildung hatte ich hier mein Büro. Damals sah es hier allerdings noch anders aus. Inzwischen arbeite ich in der Hauptverwaltung in Koblenz. Hier leite ich den Bereich Vorstandsbüro. Dort bin ich verantwortlich für 10 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wie ich das erreicht habe, erzähle ich dir jetzt. Nach meiner Ausbildung habe ich zunächst als Sachbearbeiter im Kundenservice gearbeitet. Danach folgte ein BWL-Studium. Als ich mein Diplom in der Tasche hatte, kam ich zurück zur EVM. Dort habe ich dann zunächst im Bereich Bau- und Auftragsabrechnung und später dann im Finanz- und Vertragswesen gearbeitet. 2001 konnte ich meine erste Führungsposition übernehmen. Besonders gut gefallen hat mir damals wie heute die große Hilfsbereitschaft der Kolleginnen und Kollegen und der Teamgeist. Und interessant fand ich auch die Nähe zum technischen Bereich, denn das Lager ist gleich gegenüber vom Verwaltungsgebäude. Wir kümmern uns unter anderem um die Vor- und Nachbereitung von Aufsichtsratssitzungen und Hauptversammlungen, den Abschluss von Konzessionsverträgen und die Entwicklung der Unternehmensstrategie. Ich berichte dabei direkt an den Vorstand. Der sitzt übrigens nur ein paar Türen weiter. Das Wichtigste aber ist, bilde deine eigene Meinung. Geh deinen eigenen Weg. Und wer weiß, vielleicht führt dieser Weg ja zur EVM-Gruppe. Deshalb bewirb dich jetzt. Wir freuen uns auf dich.